Match steht's. So, moin moin meine Liebsten. Und willkommen zurück. Oh, zu Anno. So, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg mit den Piraten. Wie man sieht. Und müssen unser Schiff jetzt erstmal reparieren. Das ist die große Frage, können wir hier schon... Ah ja, das ist gut. Dann bauen wir das mal hier hin. Was fehlt uns da? Steine. Verdammt. Steine, habe hier keine Lehmgrube gebaut. Das ist natürlich bitter. Dann müssen wir das hier mal ganz schnell nachholen. Oha. Haben wir wieder alles gemacht, aber keine Lehmgrube. Das ist natürlich schlecht. Oha. So. Ein Hospital müssen wir bauen. Das ist das hier. Dafür brauchen wir bestimmt auch Steine. Ja, dafür brauchen wir auch Steine. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt... ach doch, wir haben eine Nebengrube gebaut. Da haben wir jetzt zwei. Aber auch nicht schlimm. Wir sind jetzt... mit den Piraten im Krieg. Haben jetzt hier auch unser erstes Kampfschiff im Gefecht gehabt. Und deshalb werden wir jetzt als allererstes... von unserer Hauptinsel, welche hier oben ein kleines Brandopfer gehabt hat und keine Straßenanbindung. Oh, das hat keine Straßenanbindung. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Dann reißen wir das weg und machen hier einfach mal ein bisschen Bäume hin. Sieht ja auch nicht schlecht aus. So, herzlich willkommen, besuchen Sie ein Besucher. Okay, ja, das machen wir jetzt auch, okay. Oh. Das machen wir jetzt. Die Frage ist nur, wo bauen wir das am dümmsten hin? Da, wo es ein bisschen schön ist. Wäre ja eigentlich hier hinten was, aber das sieht man halt nicht, ne? Außer Natur ist da nichts. Aber wir haben halt auch keine Industrie. Muss man halt auch sagen. Boah, warum machen wir eigentlich so viel Minus? Warum machen wir eigentlich so viel Minus? Das ist natürlich gar nicht gut. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. So. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen für Nachschub sorgen, also Nachschub in Form von Kohle. Wir brauchen Kohle, also Geld, nicht Kohle. Natürlich äußerst schlecht jetzt hier gelaufen. Das check ich jetzt nicht. So, dann machen wir es so. Auf jeden Fall brauchen wir Geld. Geld so schnell wie möglich.
Junge, Junge, da haben wir jetzt aber wirklich mal richtig viel, ne? Das ist natürlich äußerst schlecht, was wir jetzt hier haben. Bretter fehlen uns, Fisch haben wir. Das hören wir mal auf zu verkaufen. Wurstwaren haben wir auch genug. Bauen Sie ein Hospital. Ja, ich habe ja zwischendrin jetzt mal das freie Spiel gespielt. Es ist schon ziemlich cool gemacht. Da bin ich auch schon deutlich weiter. Deshalb muss ich mich jetzt erstmal wieder reinfitzen. Uiuiui. Da sieht man erstmal, was man in der Kampagne wirklich für Fehler gemacht hat, wenn man die Kampagne gespielt hat und dann schon weiß, wo man drauf achten muss. Dann im freien Spiel, das ist schon sehr faszinierend. Das ist hier definitiv alles ein bisschen fehlgebaut. Aber da kann man jetzt erstmal nichts machen. Wir müssen das jetzt so nehmen, wie es kommt. Und so eine Stadtvergrößerung ist ja nicht immer schlecht, sagen wir mal so. Wir werden jetzt erstmal das Hospital bauen und ich hoffe mal, dass das die letzte Aufgabe von der jungen Frau dann hier ist. Also erstmal bauen wir den Kran, dann bauen wir das Hospital. 75 Steine, alter Schwede. Gut, dann bauen wir erst das Hospital. Oh. Junge, Junge. Nur er alleine weiß, warum wir so viel Minus machen. Ziehen hier nur welche aus, oder? Oh, da machen wir jetzt mal richtig Minus, alter Schwede. Alles cool. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Erdenbürger, die Kohle mitbringen. Das ist dann... Oh. Und jetzt kosten 140 Fenster. Finden Sie und holen Sie den Kameraden. Finden und holen Sie Kameraden der Arbeiter. Oh, jetzt haben wir es wieder hier plus gemacht. So. Jetzt machen wir erstmal. Ich habe noch keinen. Alter, ich muss hier dringend erstmal was fürs Kapital machen. Das haben wir hier echt total verpasst, ne? Oh. Minus 500. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber wir erholen uns. Wir erholen uns. So, erstmal die ganzen Bauern hier loswerden. Ja, die Minuszahlen sind schon deutlich runter. Ah, na gut, deutlich runter ist was anderes, aber... 4000 Einwohner.
Wir haben keinen Schnaps. Wir haben keinen Schnaps. Ah, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Was haben wir hier? Das ist nicht meins. Das wäre schön, wenn es meins wäre. Ach, ich bin ja blau. Düdüm. Ich bin ja blau. So, da machen wir schon mal wieder dauerhaft Plus. Das ist schon mal gut. Zack, komm. Ah, Bier haben wir ein bisschen wenig. Und immer noch kein Theater. Das haben wir hier mal komplett versaut. Uah. So, erstmal hier die Allee wieder abreißen. Wie Bioproduktion haben wir denn? Stimmt eins, ne? Ja. Kann man eh nicht bauen. Was fehlt ist an. Oh, jetzt machen wir. Guck mal, jetzt machen wir permanent plus. Ah, Arbeiter, Handwerker. 6000 Unterhalt. Ja, jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es doch fast. Königliche Steuern. Das ist halt einfach, die Arbeiter zahlen deutlich mehr Kohle. Ah, jetzt sind wir erstmal wieder im Plusbereich im Geld. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal sparen. Also die Folge werden wir viel sparen und unsere Wirtschaft wieder ankurbeln. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir wirklich. Oh. Ja, wie gesagt, es fällt dann erst auf, was man für Fehler gemacht hat, wenn es zu spät ist. Wir haben hier noch nicht mal Schwermetallindustrie hier hinten ein bisschen. Nähmaschinenproduktion. Unterhalt 500. Junge, Junge. Aber es wird dann halt gekauft, ne? Das ist. Das ist dann halt so ein Ding. Uns fehlen halt 12.000. Ah, der ist halt. Wir müssen erstmal Kohle scheffeln. Kohle scheffeln ohne Ende. Heißt konstant im grünen Bereich arbeiten. Aber hier gehen unsere Einnahmen schon deutlich nach oben. So, brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel. Es mangelt an Arbeitskraft. Ah, das ist in Ordnung. Na, schau mal an. Schiff unter Beschuss. Ja, diese blöden. Alte Welt. Oh, warte mal, neue Welt. Was macht er denn hier? Fahren wir hier zurück an den. Ah, hier haben wir ja auch nur noch eine Siedlung gegründet. Die müssen. Oh, Alter. Dass wir hier noch alles ausbauen müssen. Warum bin ich denn schon wieder im Minus? Wenn wir hier permanent Plus machen, warum bin ich da hier schon wieder im Minus? Das checke ich jetzt nicht. Aha.
Ich hatte es doch. Ich habe doch jetzt eigentlich nichts Neues gebaut. Reißen wir hier mal eine Industrie weg. Was kostet dieses Ding Unterhalt eigentlich? 100 Unterhalt. Da haben wir doch schon mal Unterhaltskosten gespart. Ach, wegen meinem. Was kostet das hier eigentlich Unterhalt? 400. 400, da ist ja auch so ein Minusgeschäft hier eigentlich. Natur, Kultur, Umweltverschmutzung. Stahlwerke. Alter. Ernsthaft? Komm, ihr wollt auch mehr Steuern zahlen? Aber jetzt wollen wir hier mal. Jetzt sind wir doch hier bei 600. 600 dort. Ich sehe schon, ich muss dann gleich eine Metzgerei bauen, weil nämlich garantiert eine Höhe bleibt konstant. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Es bleibt, also ich muss hier mich ranhalten. So ist das. Da verpasst man hier aufs Geld zu achten und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Dum, dum, dum. Das ist ja wirklich. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Bauerneinnahmen direkt mal rasant nach unten. Die Bauerneinnahmen direkt mal rasant nach unten. Neue Welt. Plus minus 0. Macht das Ding hier so viel Minus oder was? Nee, Leinsel macht plus 100. Also wie gesagt, wir müssen sparen. Also ich finde jetzt hier nur den Fehler noch nicht. Zack, direkt mal noch was oben drauf gepackt. Heute langsam, das ist schön. Und dann müssen wir hier direkt mal noch was bauen. Sonst wird das nichts. Das hat jetzt die große Preisfrage. Warum haben wir eigentlich hier gebaut? Warum haben wir eigentlich hier gebaut? Verkloppen wir erstmal. Wir haben doch hier Gold. Wir haben doch hier Gold auf der Insel. Komm, wir haben doch Gold. Gold, Gold, Gold. Oder bin ich blöd? Hatten wir nicht Gold bekommen hier auf der Insel? Nee, ich habe noch kein Gold abgebaut. Verdammt. Doch.
Was bist du? Eine Goldmine. Genau. Und wo ist das Gold? Hier ist das Gold. Ja, die war so feiß, so bla bla bla. Machen das anders. Wir bauen jetzt trotzdem hier erstmal noch was ran. Wir haben 30 Brand. Weiter, ein Sägewerk noch mit ran. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Warum? Wo? Alter, ernsthaft? Gleich hier niederkloppen. Warum geht ihr denn auf die Barrikaden? Haben doch alles. Kein Gasthaus. Das ist natürlich bitter. Das kann ich verstehen. Zack. Kein Gasthaus ist natürlich wirklich bitter. Unterhalt 40. So, da kloppen wir mal hier mit der Polizei ein bisschen den Aufstand näher. Alter. Müssen wir ja auch hier die Fehler ein bisschen ausmerzen. Eieieiei. Ja, gleich verhaften hier. Gesindel. Neue Welt. Für die Arbeitskräfte, das ist richtig. Die waren wir jetzt hier dran. So. Wunderbar. Das Ding wird jetzt erstmal ja, minus 20. Das macht jetzt schon minus. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir fangen hier schon mal an. Das Ding macht mir ein bisschen wirklich Kopfzerbrechen. Zumindest haben wir genug. Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter so. Was ist denn hier der nächste Markt eigentlich? Kann man so durchgehen lassen. Irgendwelche Typen finden. Das ist alles hier so. Oh. Hier muss irgendwelche Arbeiter. Alter, warum habe ich denn jetzt schon wieder so... Na gut, ich habe die Polizeistation gebaut. So. Die Kameraden der Arbeiter. Haben Sie noch nie Hilfe gebraucht, Boss? Nee, nicht. Ich brauche euer Geld. Aha, jetzt geht's auch hier vorwärts. Guck mal. Guck mal, 1700. Endlich, da sind die Typen. Hier, die Kameraden der Arbeiter. Ah ja. Sehr schön. Schnaps haben wir auch. Bretter kriegt man auch langsam wieder rein. Ah, so, jetzt läuft das auch wieder.
Wunderbar, leuchtet das doch jetzt. Ja. Du hast zu viele Leichen im Keller. Die geht mir auch um Pilz. Die geht mir richtig um Pilz. Die alte. Du hast zu viele Leichen im Keller. Selbst bei diesem hellen Mond. Hier erretten sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Ja, kein Thema. Die Fensterfabrik. Unterhaltskosten. Eine Nähmaschinenfabrik muss ich bauen. Oh. Warte, warte mal. Jetzt muss ich mal Handelsabkommen. Handelsrechte kommen. Ja, müssen wir hier ein bisschen fallen. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Ah, dann eben nicht. Alte Schabracke. Mangelt an Arbeitskraft. Nö, das machen wir jetzt nicht. Die können. Also wir sind aber auch wirklich hinten dran. Ne? Wir sind ja hier das letzte. Warum denn? Ich bin auch. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ach, Andreas. Ding, ding, ding. So, die macht minus 40. So, jetzt würden wir erstmal hier auf 30, 40.000 hochsparen, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. So, und dann. Scheiße. Boah, Alter, ich werde hier belagert. Kampffeuer. Das ist natürlich schlecht. Oh, Alter, und ich hab. Ich hab keine Kampfschiffe. Habe ich Kampfschiffe? So geht das doch schon viel besser vorwärts. Und 40 Fenster. Oh je. Also wir müssen ja das Umstrukturieren dauert jetzt ein bisschen lange. Das
Umstrukturieren dauert jetzt wirklich lange. Dann machen wir es mal hier. Wir müssen Cola einfahren. Und eine Küche natürlich brauchen wir dann. Dafür ziehen aber dann noch deutlich mehr ein. 44. Schon mal geschafft. Fehlende Waren, kommt alles. Oh. 6 Bretter, 15 Leute. Oh je, das dauert hier alles noch ein bisschen. Eigentlich muss ich die Gefangenen befreien, ne? Das ist... Ach, zum Mäusemelken. Erstmal eine Nähmaschinenfabrik. So. Da kriege ich erstmal ein paar neue Leute ran, auch wenn es jetzt teuer ist. Im Endeffekt bezahle ich ja nur 500 Unterhalt. Aber ich habe den idealen Vorteil, dass die, wenn sie kommen, wesentlich mehr Steuern abdrücken. Also bei, ich weiß gar nicht, warte, Bevölkerung. Bei 420 Handwerkern mache ich jetzt schon 1300 und es werden ja gerade mehr Handwerker. Während ich bei 2000 Arbeitern gerade mal 4500 mache. Ist halt wirklich so, je besser die Bevölkerungsschicht. So, die beginnen auch mit der Arbeit, das finde ich gut. So, wir haben jetzt 460 Handwerker, die 1200 bezahlen, macht bei der Verdopplung der Handwerker die Verdopplung der Einnahmen. Nach 2,2 bei 900 Handwerkern, während bei 2000 Handwerkern ist ja dann die Vervierfachung mehr. Ja, knapp 6000. Das kann eigentlich auch weg. Das kann ich an anderer Stelle wieder aufbauen. Wartet mal. Ich brauche den Platz. Ja, obwohl eigentlich ist kompletter. Alter, ich bin auch bescheuert. Ist eher kompletter Humbug. Ja, es ist einfach kompletter Humbug. Ah, ich bin auch bescheuert. Zack, komplett weg.
So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön, das ist auch in der neuen Region. Ziele in Sicht. Jetzt weiß ich, glaube, warum ich. Nee. Ich weiß immer noch nicht. Tabak kann ich einmal. Oh, Tabakfruchtbarkeit. Kakaofruchtbarkeit. Alter, was ich mal hier noch alles bauen kann. Was habe ich hier? Einmal gar nichts. Und. Ah ja. Genau. Hier sind nämlich meine Paprika vorkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass Paprika hier voll ist, gell? Jo. Gebäude blockiert. Gebäude blockiert. So, das haben wir. Aber wir brauchen noch ein Stahlwerk. Kohle. Uah. Und Kohle brauchen wir noch. Und Kohle brauchen wir noch. Kupfer, Zement, Zement. Zink. Ah, Moment. Eine Kühlerei, genau. Nochmal einfach das. Ach, Quark, Marktplatz. So, und dann hier. Brauchen noch ein Stahlwerk. Die machen schon mal schön Suppe. Suppe, 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 gut. Konservenfabrik. Na, die habe ich doch sogar schon hier gebastelt. Da habe ich doch sogar schon für bezahlt. 15.000. 8 Fenster. Na, seht ihr. Ja, das brauche ich alles selber. Stahlträger haben wir genug. Kanonengießerei. Kanonen müssten wir auch eigentlich viele haben. 100 Tonnen Kanonen, ja, das passt. Ah, warte mal. Wir müssen ja trotzdem probieren, hier irgendwie. Irgendwie hier noch. Was? Ich habe da noch eine Schnapsbrennerei mittendrin. Die weg und dann bauen wir die hier unten noch mal hin. So gut, jetzt müssen wir wirklich sparen, sparen, sparen. Kümmern wir uns mal ein bisschen hier in der neuen Welt. Genau. Jetzt fehlende Bahn.
Sehr schön. So. Das haben wir auch gemacht. Das ist unsere Hauptinsel. Das ist unsere Nebeninsel. Hier ist unsere ganze tolle Industrie. Was fehlt dir denn? Ehrlich? Fehlt dir jetzt ehrlich Klamotten? Ach, komm schon. Wo denn bitte? So, jetzt aber finden jetzt hier ehrlich Klamotten. Wo haben wir hier? Tatsache, Alter. Scheiß die Wand an. Was die hier alles brauchen. Mitten in die Ölquellen. Das ist mir total Wurst. Ja, wir können uns darum jetzt leider nicht kümmern. Und was mangelt euch? An nix. Das finde ich gut. Zufriedenheit. Kein Schnaps. Die haben ja keine Kartoffeln, ne? Der kann keine Kartoffeln drin anpflanzen. Ja. So, wollen wir mal gucken, was mache ich? Minus 19. Minus 19. Das ist natürlich schlecht für den Konkurrenten. Das ist der Holzfäller, das ist Sägeberg. Den Holzfäller, den verlagern wir mal ein bisschen nach hinten. Leute. Jetzt gehen wir so auf Piratenjagd hier. Gibt's nicht. Obwohl. Moment. Yeah.
So. Ja, das sieht doch gut aus. Schiff unter Beschuss. Schnell gestoppt. Er hat mir an. Ah, stopp, 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 stopp. Das ist ja ein bisschen tricky. So. Minus 13. Ja, du hast doch. Schiff unter Beschuss. So, wir haben jetzt zerstört. Ja. Schaden am Schiff, Admiral. So, das nächste Schiff weg. Ah, scheiß Piraten, ey. Die gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. Ach, Mensch. Ah, es läuft alles gerade nicht so. Es läuft alles gerade nicht so, wie ich das will. Da. So, 15.000 fehlen uns. Was kostet jetzt Unterhalt? 100 Unterhalt. Das große Problem an der ganzen Nummer ist, wir brauchen ja leider. Ah ne, wir brauchen Eisen. Da passt es doch. Aber unsere Scheiße. Da.
Richtig, ihm fehlt nämlich noch einiges an Material. Und das ist schlecht, weil die guten Freunde hier nämlich Nähmaschinen brauchen. Wie viele Nähmaschinen haben wir denn? Das ist jetzt hier mal die nächste Frage. Wenn ich es sehen würde, aber Andreas ist wieder blind und sieht es wieder. Ab in die neue Welt. So, und zurück zum Nähmaschine. 10 Tonnen. Ah, oh, gut, da passt das doch. Ist hier alles schon. Der Weg ist auch zu weit. Kostet so ein Lagerhaus eigentlich Unterhalt? 20. Na gut, ist vertretbar, der Weg trotzdem. Scheiß auf die 20, die können wir uns sparen. Wir brauchen Kohle. Also, in Form von Geld. Und dann bauen wir nämlich die Konservenfabrik. Und wenn wir Konservenfabrik haben, dann kommen noch mal neue. Und dann sieht das... Alter! Komm hier, mobilisieren. Ran an den Feind. So, jetzt müssen wir hier erstmal noch kurz abchecken. Was brauchen wir? Also wie schaut es aus mit dem Brot? Brot sinkt. Mehl bleibt. Das haben wir auch alles gut ausgelagert. Mehl und so weiter und so fort. Bäckerei. Wir brauchen also noch eine Bäckerei. Das ist schön. Ja, komm. Ich will Eisenbahn haben. Eisenbahn wäre natürlich richtig geil. Und damit kannst du nämlich deinen Weg extrem verkürzen. Na komm, jetzt nochmal. Feuer! Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Da geht mit unserem Problem. Seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet ein. Und erfahrt es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.